Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich hatte Geburtstag, bin 36 Jahre alt geworden und wir haben letztes Jahr an der Werra einen Community-Biwak gemacht. Da kamen ganz viele Leute von around the world. Wir haben in der Werra rumgehaust, an der Werra am Ufer übernachtet. Dann hat es geregnet, dann sind wir unter eine Brücke geflüchtet, haben da nochmal Geburtstag gefeiert, Torte gegessen, getrunken, Pizza bestellt. Feuerwehr gab es, das war richtig genial. Und das hieß, das müssen wir dieses Jahr wieder machen. Wir haben ja eine neue Location. Ich muss gleich zum Bahnhof, muss die ersten Leute abholen. Dann möchte ich euch mal zeigen, was wir alles dabei haben. Denn guckt mal, das Auto ist voll. Hier ist alles bis oben hin vollgepackt. Da sitzt der Hannes drin. Moin! Da ist der Hannes, der hat auch alles hier dabei. Und jetzt müssen wir mal gucken, weil vier Leute kommen mit dem Zug. Eigentlich sollte mein Cousin auch kommen. Der sollte in seinem Auto welche mitnehmen, ich welche mitnehmen und... Jetzt gerade verschlafen, es geht schon wieder gut los, aber egal. Wir fahren dann erstmal zum Bahnhof, jetzt schnell Jonas abholen, dann Jonas abgeben, an Pupsi übrigens. Die nehmen den dann mit, wir ziehen dann ins Wochenende. Ich werde ihn vermissen, das weiß ich jetzt schon, aber einmal im Jahr muss man halt für die Community da sein. Guckt euch außerdem mal den super Parkplatz an. Alle stehen so, Ramse steht so. Das musst du erstmal machen. Tschüss Jonas. Tschüss. So, Hannes und ich, wir sind jetzt am Bahnhof, pünktlich 11.30 Uhr angekommen. 11.33 Uhr soll der Zug kommen mit der Bo, Sarina, Genaya und Zai. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass der Zai heute noch ankommt und auch dabei sein kann. Grüße gehen raus. Hi. Hallo der Bo. Hallo Zai, du siehst ja aus wie LA Knight. Hallo Hi. Jenna. Hallo Sarina, das Beste zum Schluss. So, eigentlich sollte ja der Wusa, aka der David, ne? Der David. David? Der soll der 11.33 Uhr auch da sein mit dem Auto, weil bei mir, bei uns passt nur einer rein und der muss die drei anderen mitnehmen. Jetzt ist er aber verschlafen, also sitzen wir jetzt hier und warten auf den David, ne? Wie sagst du? Wie klingt es immer? David. Wieso David? Nein, wir hatten bei uns einen im Dorf, den haben wir wirklich David genannt. Ach, weil der vom Dorf kommt, heißt er Dorf. Aus der Stadt heißt er David, yeah. Weil da ist ein A und das andere ist ein O. Gut, wir warten jetzt auf perfekt analysiert. Auf Dönit mit Döner dran. So, solange wir jetzt hier auf den David warten, machen wir mal den Arctos Raid, damit wir was zu tun haben. Dann ist hier auch Pokémon drin im Vlog. Und hier ist eh schön, weil hier sind Bänke. Eigentlich können wir den Geburtstag auch hier feiern. Da ist Schatten, da ist Wiese, da sind Mädels, guck, zwei im Bild gerade. Da ist Wasser, was willst du mehr hier? LA Night. Yeah. So, jetzt haben wir ja noch einen Kronkorken gefunden vom Sternburg Bingo. Und wenn ich das sehe, belege ich mir jetzt fünfmal, weil im Penny gibt es ja hier dieses komische Eberpilz. Das ist das billigste Bier im Penny. Da wollte ich eigentlich erstmal standardmäßig einen Kasten holen, damit ein Kasten Bier da ist und man einen Sitzplatz hat. Das zweitbilligste Bier wäre Sternburg. Wenn Sternburg, was eh jedem schmeckt und jeder trinkt, auch wenn das nicht zugibt, jetzt noch Bingo hat, dann wäre das bestimmt noch cooler, Sternburg Bingo zu spielen am Geburtstag. Ein Hurensohn, Kaff. Hallo Busa, da ist er doch, auf Hallo, den haben wir gewartet. Alles Gute. Der Imbiss Bronco. Na, ah. So, mal kurz Clown-Auto gezeigt. Er ist Clown-Saudo. Das ist der Wusa, der hat den meisten Platz. Das ist die Sarina, Hallo. Die ist eingequetscht. Da ist die Jenna, die quetscht noch mehr. Und vorne wieder der coolste LA Knight. Yeah. So, der Plan geht auf. Das zweite Clowns-Auto ist nämlich auch am Start. Das ist der Bo mit dem besten Hut der Welt. Das ist der Hannes. Und weil da noch Platz ist, hat der Hannes ja noch das hier. Und jetzt können wir losfahren erstmal zur Location. Weil ich brauche zwei Plätze, vorne und hinten. Ich liege nämlich immer so drin. So, das ist mein Prime-Erfrischungsbeutel. Da habe ich mir ganz viele Prime-Getränke mitgenommen, um ordentlich Werbung zu machen. Dann sind hier drei Bags drin in der Spezialedition. Für wen die drei sind, das erfahrt ihr später. Hier noch ein paar Bananenweizen, Turmbräu. Außen Penny direkt. Ich hoffe, die haben hier wieder welche. Hier ganz speziell, damit die Genaya mal die Vuelta da Moas probieren kann, haben wir hier den Rest Enzian dabei. Drei Maßkrüge, aber auch drei Dosen von der Gosmas. Der Geusmas, sorry, so heißt es ja, sonst wirst du wieder verprügelt. Hier haben wir noch einen Jack Daniels Tennessee Fire, der ist aber falsch rum drin, der sieht gerade komisch aus. Ein paar Soßen für den Leberkäse vom Stefan Landei. Dann hier, dass der Thomas was zu saufen hat und weil es in Zeiss so gut geschmeckt hat, das Schwarzbacher Gletscherwasser im ganzen Kasten. Es muss nicht immer nur Bier sein. Ihr könnt es auch mischen damit und dann noch eine Komponente rein.
Und dann habe ich auch noch mitgebracht, weil ich habe dieses Jahr kein Bier besorgt für jeden. Trotzdem seht ihr, habe ich lauter Schmangel eingepackt. Ganze Palette Tutti Frutti Energy von dem Weltins V+. Aber das fand ich gut, das hatte mich überzeugt. Der Wuser hat sich vergriffen, der wollte eigentlich einen Kasten Active O2. Jetzt hat er nicht gesehen, dass da nur eine einzelne Flasche drauf lag. Jetzt haben sie hier dieses Butt, aber er ist ja wieder Butt, das Buttweiser, also der weiße Arsch haben sie ihm angedreht im Kasten. Und er hat sogar zwei davon, das ist gerade doppelt schlimm. So, weil der Bo nicht weiß, was Gletscherwasser ist, ja, das ist Limo. Kann er sich hier mal eine nehmen und probieren. Da seht ihr auch, es sind wirklich zwei Buttweiser. Machen wir gleich mal einen Geschmackstest, so unter Druck. Hm, das schmeckt mir so gut. Ja. Ja. Bisschen wie Kaugummi. Wie Kaugummi, genau. Oder oh, da zieht sich einer aus. Das ist schön. Ansonsten haben wir jetzt erstmal ein paar Sachen hier unter die Brücke gebracht. Da bückt sich auch gerade einer. Und das ist Sarina. Guck mal hier, der Madel. Es wurde sogar extra gemäht. Also vorgestern sah es noch nicht so aus, jetzt ist es gemäht. Wenn es nicht regnet, können wir unter freiem Himmel schlafen. Ansonsten da in den Brennnesseln und in den Steinen irgendwo. So, der Imbiss Brongo hat sich gleich mal auf seinen Klappstuhl gesetzt. So dachte ich mir das. Eigentlich muss der Klappstuhl aber in das Wasser rein. Ich habe mir auch was gegönnt. Den gelben hier, der hat seinen eigenen Namen. Der heißt nämlich Kirkjubur. Oder so, aber der ist so unbequem. Ich habe da letztens mal drin gesessen. Oh. Der drückt links und rechts einfach hier das Rohr einfach in die Beine rein. Da mache ich doch glatt mit. Wenn du weiter hochrutscht, drückt die hier hinten der Rest in den Rest vom Körper. Das ist nicht so cool. Und da kommt der Buhmuggel auf seinem Kinderstuhl und der ist auch dabei. So, weil ich nicht die Badehose vom letzten Jahr wieder anziehen wollte, weil die hat ganz schön gespannt und die war so leuchtend und aufdringlich, hat der Hannes mir eine mitgebracht als Geschenk. Das ist hier so eine schöne bayerische Ledertracht als Badehose. Das ist die XXL. Aber die passt nicht. Die geht über die Schenkel. Und hier ist Schluss. Die geht nicht hinten über den Arsch. Die kann ich nicht anziehen. Die XXL ist zu klein. Die habe ich mir aber gleichzeitig bestellt. Das ist eine Bierhose, da ist das Bier, das schwappt runter. Die ist auch XXL und die passt und die drückt nicht und die ist so bequem. Und jetzt muss ich mich hier nackt ausziehen. Da ist der Rest. Jetzt muss ich meine Hose nackt ausziehen und Schlüpfer und einfach hoffen, dass es keiner sieht, dass ich mich jetzt hier umkleide und die Badehose anziehe. So, hat geklappt. Das ist der Schlüpfer. Das ist hier die kurze Hose gewesen. Die Hose sitzt, keiner hat es gesehen. Keiner hat geguckt, außer da oben, da laufen nämlich immer Leute, aber das ist egal, ist Geburtstag. So, der Zai weiß genau, Zelten ist verboten, er macht es trotzdem. Das sind die irischen Punks mit den roten Haaren, die rasten immer aus. Deswegen ist das ja auch nur eine Strandmuschel. Ach so, eine Strandmuschel. Das fand ich erregend, dieses Wort, und deswegen ist sie vorne auch auf. Weil es nicht drumherum zu ist, ist es ja kein Zelt. Da ist er wieder schlau. Der Bo ist wieder zurück, der hat jetzt seine Schuhe ausgezogen. Jetzt zieht er noch die Strümpfe aus, jetzt macht er einen auf Mr. Soggo. Der Wuser ist verloren, der hat jetzt erstmal die Bierkästen ins Wasser gestellt. So, hier wurde jetzt der Budweiser kühl gestellt. Zwei Kästen erstmal hier, Gletscherwasser, Tutti Frutti. Der Rest zippt da oben rum. Hannes hat jetzt schon zwei Fässer geholt, der kann es nicht warten. Ich wollte mal gucken, was es für Fässer gibt. Weil wir haben diesmal nicht 20 Kästen Bier. Wir sitzen ja an der Quelle und können jederzeit was holen. Also, Gang runterfahren, chillen. So, das ist jetzt die Strandbar. Da hat der Hannes jetzt zwei Fässchen geholt. Einmal hier ist Mönchshof. Hell, besonders mild. Ich dachte schon, besonders wild, wie die Wüter der Moors. Und nochmal Mönchshof, Kellerbier. Da warst du aber nicht sehr kreativ. Zweimal Mönchshof. Gibt's keins von Sternburg. Der Bo zeigt euch jetzt mal sein Spezial. Ich trinke und ihr seht das auch mit Kameratrick, mit Bier. Hier, das bist du und das ist das Bier. Bei dir sind bestimmt aber die Geräusche besser. Das Saufgeräusch, wie er so... Mal gucken, ob das dann auch so gut aussieht wie bei ihm in den Videos. So, hier sind jetzt auch die Fässer gekühlt. Hier ist jetzt auch Cola. Ne? Hier vorne ist die Schnapsecke. Die sieht noch spärlich aus. Da ist ein bisschen Pfeffi. Hier die Jenna, ihren restlichen Jägermeister scharf mitgebracht. Haben wir ja auch schon ein paar Testvideos gemacht. Der war immer cool.
Das ist Hannes mit seinen Amphibienfüßen. Stell dir mal da hin. Guckt mal, wie das aussieht, wie eine Actionfigur. Aber jetzt erstmal Bier trinken. Hannes, ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht eklig aus. Da ist einfach in dem Gletscherwasserkasten, ist da jetzt einfach das. Das sieht aber gut aus. Also macht ihr so und dann passt es wieder. Was? Das klingt nach einem Plan. Da müssen wir nochmal Becher holen. So, Hannes, nimm dir mal ein Bier. Ein Bierchen. Prost. So, wenn ihr jetzt denkt, wir sind die totalen Dreckschweine, die hier Müll machen, Quatsch. Wir haben hier den gelben Sack hingehangen und da kommt immer alles rein. Das ist nämlich wichtig. Achtet mal ein bisschen noch auf die Natur. Wenn der Sack unten hängt, ist er voll. Und wenn nicht, da geht noch was. Außerdem sieht es lustig aus, wenn das Gebüsch so rumfedert. So, jetzt möchte ich mal ein was kurz positiv erwähnen. Ich hatte ja gesagt, man kann sich bestimmt da bei dem Pennymarkt irgendwie hinstellen auf dem Parkplatz. Aber das ist ein Privatparkplatz. Da wird gleich gemessen, automatisch. Da kann der Penny auch nichts machen. Da habe ich auch gar nicht nachgefragt. Man hat das schon gesehen. Ich stehe jetzt hier bei der Norma. Ich habe mich jetzt hier an den Rand gestellt. Bei der Norma, dass man gleich hier raus kann. Und die Brücke bei der Werra ist auch irgendwie näher dran. Jetzt habe ich drin mal nachgefragt, wie das ist, ob man hier stehen kann. Da war eine nette Mitarbeiterin. Die hat auch gleich gesagt, das ist alles kein Problem. Ich kann mich ruhig hier hinstellen. Wenn noch Gäste kommen, 2-3 Autos, kein Problem. Solange nicht 20 Autos kommen, können wir das gerne über das Wochenende machen. Aber nicht hier, wo ich stehe. Also ich kann mich hier an den Rand stellen, ich kann mich darüber an den Rand stellen, dann ist das kein Problem. Sehr nett, richtig cool, freut mich, weil wir haben absolut keinen Plan hier. Die Straße ist so komisch. 7 bis 16 Uhr steht da dran, parken. Das würde ja heißen, nach 16 Uhr darfst du da nicht mehr parken, macht aber gar keinen Sinn. Auf jeden Fall. Ein Weichstück davor, dafür werden wir nicht im Penny Bier und Essen holen. Dafür werden wir jetzt Norma als unseren Sponsor ansehen, weil die uns hier parken lassen und werden hier Bier und Essen holen. In der Norma gibt es auch richtig feurige Chili-Salami von Rostocker Klasse Wurst. Dann guckt euch die mal an, wie heftig die aussieht. Erinnert an die Chili-Salami, an das Chili-Nugget vom Wurst Achim. Die ist brutal. Aber ich habe gesagt, dieses Wochenende nichts Scharfes. Nur trinken, nichts Scharfes, normal essen. Aber den nehmen wir mit, denn das ist hier der schöne Kokospfeffi und den hat man schon öfters. Der ist richtig genial. So, der Hannes, der bietet mir jetzt wieder hier irgendwie ölige Sachen an, ja. Mit Öl dran und anderem Zeug. Ist erfrischend, aber eine reicht, sonst muss ich brechen. Wegen dem Öl. So, das Problem ist, ich dachte, Norma ist der neue Sponsor, aber die haben keine Trinkbecher. Die haben keine Bierfässer, die haben auch keinen Almdudler Limonade, aber die brauchen wir noch. Jetzt müssen wir also trotzdem in Penny. So, der Hannes mit seinen Adleraugen hat jetzt hier was gefunden, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Kleiner Feigling in der Dose. Hat er gesagt, wie viel sind wir denn? 7? Nehmen wir natürlich mit. 7 Stück und hier gibt es auch Pappbecher. Genau nach sowas habe ich doch gesucht. So, auch im Penny kein Glück gehabt mit Almdudler Kräuterlimonade. Sonst müssen wir wieder zur Norma zurück. Da hatten sie Almdudler Spritz. Da ist schon Alkohol mit drin. Dann ist sie wieder Mors, noch morsiger, noch wieder, noch wilder. Wir haben jetzt noch eine Möglichkeit im Sackgasse, aber hier ist ja noch der Getränkehandel. Ob sie da Almdudler haben, wir gucken mal rein. So, jetzt haben wir zwar hier Almdudler gefunden, aber guck dir das an. Es ist so schön, wie die Flasche aussieht, die Glasflasche noch nie gesehen. Aber da sind nur, wie im Corona-Bier, 350 Milliliter drin. Also fast so ähnlich. Das heißt, wir müssen jetzt 5 Flaschen mitnehmen, statt eine Flasche mit 1 Liter. Weil wir brauchen jetzt 1,5, aber ist egal. Das gönnen wir uns, ist ja Geburtstag. 5 Flaschen, ein Dudler. Sieht man das? Da fährt einfach ein Kanu vorbei mit einem Paddler drauf. Hier erlebst du halt immer was. Letztes Jahr am Geburtstag ist auch eine ganze Mannschaft mit Kanus vorbeigerauscht. Jetzt hier der einsame Riese im Wasser. So, jetzt wo endlich wieder alle da sind und Shinaya ihren Schlafanzug angezogen hat. Die ist nämlich müde und will jetzt schlafen. Und der Busa voll durchhängt. Guck dir das an, wie der durchhängt. Und hier die Decke rumfliegt. Wird es Zeit, sich jetzt mal fertig zu machen. Das sieht dann so aus. Die Mütze muss weg. Das T-Shirt muss weg. Der Hut muss auf. Den habe ich noch aus dem Urlaub mitgenommen, gegen die Sonne, es war gar keine da, aber letzter Punkt. So, und der Stuhl muss ins Wasser und der Ramses muss in den Stuhl. Jetzt brauche ich nur noch Bier, erst noch mal ein Bad und später dann noch mal die Wuidremoas. Ihr seid gerne eingeladen, euch mit einem Stuhl hier hinzusetzen oder auf einen Kasten zu setzen
oder auf der Bo sich drauf zu setzen. Das könnt ihr tun. So, mittlerweile ist die Truppe hier runtergereist. Guckt euch den Imbiss-Bronco an und hier das Nachtgespenst, der Geist. Und Hannes ist am Start mit L.A. Knight. Hier. Der sitzt wieder auf seinem Babystuhl, so knapp überm Wasser. Guckt ihr das an. So knapp überm Wasser. Das ist der Arsch. Von L.A. Knight. So, was jetzt noch fehlt, ist sich einfach mal eintunken. Brille weg, Mütze weg. Die Mädels sind auch weg, die suchen gerade die Toilette. Die Jungs sitzen da, Sicherheitsabstand ist auch da. Wir können uns ja mal in das Wasser reinsetzen. Und jetzt, wo musst du eigentlich nur noch nach hinten, weil es so schön kalt ist. Und ich einfach mal reintunken. Und plötzlich schwimmst du einfach 3 Meter vor und merkst das und das ist genial. Aber jetzt ist alles nass und jetzt hast du es hier und jetzt kannst du dich einseifen, weil jetzt ist es weg. Guck jetzt, das macht dir gar nichts mehr aus. Da kommt die Bierpower durch. Jetzt bist du kalt, jetzt bist du nackt, jetzt drehst du durch, das musst du machen. Also rein ins Wasser und fertig. Und dann treibst du einfach diesen blöden Fluss entlang. Das ist die Vera. Die ist nämlich weiblich, aber rausgefunden. Da oben bin ich gestartet, hier bin ich angekommen. Oh. Und jetzt noch ein Bier trinken. So, aufmerksame Leute werden sehen, dass da oben ein Individuum vorbeiläuft. Das ist der Dragonite. Der hat eine Flasche Wodka dabei. Der läuft da jetzt lang. Keine Ahnung, da muss ich zurück. Ich wollte eigentlich gerade dahinter, aber da muss ich erstmal kurz gucken, was da los ist. So, da ist der Dragonite, der ist jetzt kurz mal da, um Hallo zu sagen. Hallo. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr in Telegram unterwegs seid, ist das immer ein Spruch, ist immer dabei, guck. Hallöle. Moin, servus, moin. Und das ist der Fahrer mit dem Farbe Urin T-Shirt. Steht zwar nicht mehr drauf, sieht aber so aus. Der ist jetzt auch da. Das war ja schön, dass du gesagt hast, du kommst nach 11.33 Uhr, aber vor 18 Uhr. Das hast du wirklich gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie spät es gerade ist. Ich glaube, es ist 3:30 Uhr jetzt. 3:30 Uhr, okay, tschüss. Ich war noch kacken. Ach so, das war natürlich, die Kackzeit ist immer diese unbestimmte Zeit. So, das ist der Jonas, das ist die Marie und das ist die Sandra. Ey, ich hab die Kamera mitgehen lassen. Nee, ich. Richtig auch. Nein, ich hab die da reingelegt, als ich Jonas rausgenommen habe. Ach, jetzt nimmt Zucker auf. Ey, was ist denn das? So, ich habe keine Ahnung, was die Jungs schon wieder machen. Die drehen schon wieder total durch. Der hat ja eigentlich einen Stuhl zum Sitzen. Jetzt hat der eine ganze Liege hat. Also das ist nicht seine, oder? Ist es deine? Nee, das ist ja, doch der Bo, oder nicht? Ich dachte, das ist der Bo. Was ist? Der Bo? Du lügst, ja, jetzt reicht. Genau. Der hat ja eigentlich sowas und dann geht er los und kauft jetzt sowas. Ich frage, warum kaufst du sowas? Na, damit er sowas hat. Ich sage, aber er hat doch seinen Stuhl, aber doch nicht zum Schlafen. Das heißt auch, Stuhl ist frei. Nee, der hatte Bock da drauf. Der hat gesagt, das hat er geholt, damit du da drauf schlafen kannst. Nein, er schläft da drauf. Wo ist das Schlechte gewesen? Man sieht es ihm schon an. Guck, die Augen, die Nase, der Mund, die roten Haare. Guck mal, was da ist, wenn eine Kumpel Sau ist. Also eine Sau und ein Kumpel ist er auch noch. Das habt ihr also so eingeführt. Damit du jetzt schlafen kannst. Und jetzt hat er 2 Liegen. Eine fürs linke Bein und eine fürs rechte. Guck mal, Zai, für dich. Schnell. Ich muss mir gerade meine Zähne einsetzen. Verteil jetzt gerade alles. Einfach spontan und gucken, wie die Leute drauf reagieren. Was machst du da? Ich habe jetzt wieder Zähne ordentlich. Wie, du hast Zähne? Ja, guck mal so. Das wirft wieder Themen auf. Pass auf, wenn ich jetzt so mache, habe ich diese schiefen Krüppelzähne. Und wenn ich so mache, scheiße, Moment, habe ich ordentliche Zähne. Leider sind schon die beiden äußeren abgebrochen. Und irgendwann verschluckst du die und dann war es das mit dir. Ich wollte doch nur den Feigling verteilen. Mensch. Oh nein, das ist ja offen. Hier, Wuser, nimm mal schnell. Wir sind gerade spontan mit kleiner Feigling. Hier, der Bo. Ach, du bist aber spontan. Als hättest du es schon gewusst. Pass auf, da hinten liegt einer.
Das lässt sich nehmen. Hannes, wir sind gerade spontan. Oh, spontan. Hier, Feigling. Prost. Jenna. Prost. Was ist denn hier mit dem Nachthemd passiert? Wir sind gerade spontan. Ich bin gerade spontan aufgewacht. Kleiner Feigling. Das ist aber spät, Sarina. Wir sind gerade spontan. Prost. Kleiner Feigling. Mann, mein Finger tut weh. Da sind richtige Dellen drin. Aber wir sind gerade spontan. Prost. 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 Hey, das hat ja funktioniert. Und ich habe sogar jeden erwischt. Obwohl wir so spontan sind. Kleiner Feigling. Das wäre was für Bierschanger. Das ist der Wusa. Das ist der Wusa mit Sonnenmilch. Die können wir noch verreiben. So, guck dir das an. Das ist ein Maskulin. Das ist hier Braun Strowman aus der WWE. Nur in dünn und ohne Muskeln. So, der Stammballkreis hat sich erhöht. Das ist der Wusa, das ist der Bo, das ist Sarina, das ist der LA Knight. Hier, da ist die Shinaya, das ist der Hannes, das ist der Fahrer. Und da oben seht ihr noch den Dragonite. Der fliegt gleich weg und macht Stahlflügel. Und ich habe hier... Oi! Hannes! Was machst du da? Der Hannes ist einfach... Der Hannes ist einfach ins Wasser reingefallen. So, da sind wir spontan. Scheiße. Jetzt bin ich aber ab der blöden Dreckslinie da hinten gestartet. Da, wo die Sonne ist, da an der Linie bin ich gestartet und bin jetzt bis hier vor reingeschwommen. Und irgendwie tut mir jetzt voll der Knöchel weh, weil ich irgendwo dagegen geknallt bin. Aber egal, da bin ich spontan. Hannes, bist du auch spontan? Ja. Das war Hannes, meine Damen und Herren. Weg ist er. So, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir mal eine Rue de la Mars kreieren, also eine wildere Mars. Hannes, ich haben die schon getestet. Shinaya hat gesagt, sie findet das interessant, sie möchte die auch gerne mal testen. Also habe ich 3 Marskrüge mitgenommen, wir haben den Enzian mitgenommen, wir haben Almdudler besorgt und wir haben Bier. Ach so, was für Bier nehme ich denn? Wahrscheinlich wieder Butt, muss ich aber erst einmal unten holen. Bin eben schon aufs Maul geflogen, kein Problem. Hole ich 3 Rue de la Mars für Shinaya. So, für die Rue de la Mars haben wir natürlich 3 Mars-Krüge. Das ist Hannes und Ramses Mars-Krug vom Eiskorb Jens. Das ist der Gastkrug vom Bierschanger, hat er mir geschenkt, von Faxe. Das ist richtig genial, dass es ein Faxe-Krug ist. Ihr kennt die 3 Komponenten natürlich. Erstmal Bier. Dafür haben wir hier Budweiser. Das müssen wir jetzt in alle 3 einfüllen. Oh Scheiße, weil wir das nicht schräg eingefüllt haben, ist das jetzt einfach schon voll. Egal, packe ich jetzt hier rein. So, alle 3 Bier müssen leer werden. Hannes, genau. Der Hannes zeigt euch jetzt, wie man das macht. Wenn man richtig gut dabei ist. Komm Hannes, ich helfe dir. Ich mach auch gleich mit. Ach nee, warte mal. Das bringt ja gar nichts. So. Und jetzt, zuletzt noch ein Tor. Jetzt komm wieder mit Ei hier. Was ist das? Den Rest nur Ei. Jawohl. Das ist so wild. Das ist die wildere Mars, also die wildere Moas. So. Jetzt brauchen wir Almdudler, das ist wichtig. So, die 3 Bier sind fertig, jetzt haben wir hier noch die Almdudler. Die Almdudler müssen jetzt komplett hier rein. Da muss der Hannes bestimmt gleich wieder helfen, weil wenn ich das so einschenke, schäumt das wieder komplett. Schenk mal den Rest da ein. Ja, hab ich. Und dann komme ich mit dem gleich hinterher. Genau.
Theoretisch müsste ja eh ein Ganser reinpassen. Ja, nochmal schon. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch den drin, den darfst du wieder. Hast du den anderen voll oder frei? Perfekt. Frei haben wir alles frei. Es muss theoretisch immer alles, wenn es steht, bis zur Linie gefüllt sein, dann passt es. So wie es jetzt gerade aussieht, hätten 3 Flaschen Almdudler gereicht. Weil es schon voll ist. Macht gar keinen Sinn. Jetzt haben wir 5 Flaschen gekauft. 0,5 war für Almdudler frei. 0,35 haben wir gekauft. Und trotzdem ist es überall bis zum Strich. Jetzt haben wir 2 Flaschen umsonst. Mach mal auf, Hannes. Prima. Ich mach auf. So, der Bo hat sich jetzt eine Flasche Almdudler mitgenommen. Eine steht noch hier. Ich verstehe nicht. Das ist alles bei Einnitter, das passt. Hier ist der Enzian, da müsste ein bisschen was rein. Ein bisschen was ist in dem Fall jetzt das. Einmal für uns, einmal für die Shenaya und dann nochmal für uns. Und dann wird das so aufgeteilt und dann ist da halt weniger Almdudler drin. Aber mehr Enzian. Guck, das ist der Grasgebirgs-Enzian und der kommt jetzt ab in die Tonne. Und da hat sich der Entdecker eins von verdient. Hoppa! Darf der Almdudler trinken oder was? Mit der Almdudler-Hose, du! Ja, dann gönn dir, komm, ist übrig. Ich war auf dem Steg, ich war auf der Insel. Ohne uns. Und ich war fast an der Schleuse, nur ohne uns. Ein paar Meter davor geht das Wasser mindestens einen halben Meter richtig runter. Und ich hatte einen Fisch in meinem Schuh. So, jetzt wollten wir gerade die Master runterbringen, aber der Hannes fliegt schon wieder rum. Na, das hängt. Guck dir das an, dann sehe ich so. Was ist denn mit meinem Bein passiert? Seit wann hat das denn so Wurzeln dran? Das sieht aber schäbig aus. Da müssen wir jetzt runter, Hannes. Langsam. Warum wackelst du denn so? Das ist, glaube ich, die Kamera. Die macht gerade richtig Effekte. Guck dir das an. Enzian, Bier und Almdudler. Bier und Enzian. Und das Bier war sogar dein Lieblingsbier. Das war jetzt hier dieses Budweiser. Magst du mal kurz probieren und sagen, wie es dir schmeckt? Weil du kennst das ja nicht. Guck mal, Evoli trinkt Bier. Und wie schmeckt's? Oh, interessant. Interessant. Willst du der Sarina kurz eine Kostprobe geben, dass die sagt, wie das schmeckt? Nein, das ist auch was probieren. Ich hab was gepickt. Schmeckt gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht? Nee, kann man trinken. Und jetzt dem Mädchen da hinten, damit das auch mal probieren kann, möchtest du mal kurz sagen, ey, das schmeckt echt. Weil der, jetzt sind 2 Flaschen Almdudler plötzlich übrig. Warum auch immer. Und deswegen. Die Wudre Moas. Da ist auch kein Alkohol. Die Wudre Moas. Und? Ach, das ist normale Limo. Das ist von den Wilderern. Schmeckt super lecker. Ich kann den eigenen Geschmack nicht einordnen. Okay, das ist der Enzian. Der schmeckt nach Erde. Ja, der schmeckt so kräutermäßig, aber ich konnte. Deswegen Enzian schmeckt so. Das Kräuterzeug. Warte, ich trinke mal die Moas leer. Und dann sage ich es nochmal, oder was? Hier gebe ich es weiter, oder? Rotkopf schmeckt sau lecker. Sau lecker, sagt sie. Ja. Dann viel Spaß mit der Wudre Moas. Danke an Fini fürs Rezept. Ja, das hieß, die Shenaya ist auch total begeistert. Das ist warm, oder? Das riecht auch noch scheiße. Der Fahrer und der Busa, die probieren jetzt auch die Wudre Moas. Sieht man, dass ich die Muskeln. Mit Bier, mit Enzian und mit Almdudler. Kräuter Limonade. Enzian ist das, was so nach Pappe riecht. Genau, das riecht wie Pappe. Richtig genial. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie es schmeckt. Wie so ein Westpaket riecht es. Ein Westpaket. Was sagt der Imbiss Brongo? Die Wudre Moas? Die hat auch 15.000. Das schmeckt auf jeden Fall gefährlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das schafft. Wir haben die 3/4 Flasche Enzian reingekippt. Nach Bier und Arznei. Bier und Arznei, das ist es. So, was sagst du? Amanaka. Amanakoi. So, gut. Hannes! Ja, Hannes, komm! Wir sind die Männer, wir trinken das. Die trinken nichts. Prost! 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 Faxe! Ex! Alles auf Ex! Jetzt geht das schon wieder los. Du schmeckst die Wurzeln aus. So, ich weiß zwar gar nicht mehr, wem die Liege gehört. Da saßen wohl noch 2 Leute drauf. Aber wenn die einfach gehen, dann kann man sich ja auch mal auf die Liege drauflegen.
mit der Vuidromoas. Das sieht dann so aus, ihr liegt hier auf der Liege und hier dazwischen ist das Wasser. Das ist wie so ein Boot. Guckt ihr das an? Das ist das Boot. Das heißt, du wirst von unten gekühlt. Du bist unter der Brücke, kein Sonnenstich. Und die Vuidromoas. Hallo. Perfekt. So, wir warten jetzt drauf, dass die Shania ihre Maas austrinkt. Weil ich habe noch ein Geusmoas. Und um die Geusmoas vorzubereiten, müssen wir das Glas ausspülen. Guckt euch das an. Ui, wie das aussieht. Wenn man hier reinschöpft mit dem Geusmoas-Glas. Das ist richtig glücklich. Vater, war ich frei. Ich hatte doch alles, alles, was zählt. Oder ich lebe. Jetzt ist es zu spät. Das ist Wolfgang Debri. Prost. Ach so, der will mir ein Bier einschenken, oder was? Alles, was zählt. Oder ich lebe. Jetzt ist es zu spät. Komm her! Hey! Das ist die Schaumaß! Prost! Was? Ich seh nix! Wo ist er? So, das ist jetzt der erotische Moment of the year. Mein Knie und das Knie von der Bo liegen aneinander und machen diesen, es ist nichts mehr dazwischen. Da kannst du machen, was du willst. Da ist nix. Ich liebe dich. Komm her jetzt. Du Sau. Guten Abend. Ich hab schon wieder Bock auf dein Marschloch. Oh doch. Bitte, was du so machst. Und ob's klar geht, wenn ich nochmal vorbeikomme. Hallo! Geh mal. Bist du der Bo? Kann ich da so vorbeikommen? Hast du noch Lust auf mich? Geh mal. Geh mal? Die habe ich schon bezahlt, die Woche. Komm mal her, du! So! Die Jena möchte jetzt mal ein Geusmoas einschenken. Da gucken wir, ob sie es hinkriegt. Da muss man doch das Glas doch schräg halten. Wenn man das so hoch macht, geht doch gar nichts neu. So, dann machen wir mal kurz mal Hannes. Hannes, schaffst du die Geusmoas? Kannst du die einschenken schräg in das Glas? Ein Geusmoas, ein Geus. Das läuft doch auch raus. Hannes! Das ist fast richtig. Und da ist doch was drin. Guck mal, die Geusmoas macht keinen Sinn. Aber was geht dieses Geusmoas an? Ich und du und Opa schon. So. Das ist der Buser! Scheiße! Guck dir das Ohr hier! Fliebe rum hier nur! So, ich habe ihn fest im Griff, obwohl der eingeölt ist! Nee. Ich mag Bier! B-I-R! Mama sagt, bitte sauf weniger! Ich mag Bier! Gesundheit! Weniger! Gesundheit! Bier! Weniger! Ich mag Bier! Bier! Das ist okay! Debile! Das ist die Geusmoas! Jetzt ist sie eingeschenkt! Hannes! Nein! Nein! Jenna, kommst du da hin? Prost! Hey, Hannes! Prost! Prost! Das ist der Geusmoas! Mit Kirschlikör und Cola! Das ist der Scheinux! Nein! Den sieht man nicht, der steht im Schatten! Das ist der Thomas.
Den sieht man auch nicht, der steht auch im Schatten. Was ist denn das? Mixerie? So kenne ich dich. Ice Blue. This is a Gois Moors. Willst du mal probieren? Ja, gerne, das schnappel ich mir jetzt. Nein, du! A Gois. Das besteht aus. Ach, das ist so scheißegal, aus was das besteht. Willst du auch mal probieren? Von der Gois. Ist gut. Also, a gut. Das schmeckt wie Mixerie mit Knosch. Kann man gut trinken. Kann man trinken. Das ist die Gois-Moors. Die gibt's in der Dose. Ne? Fertig. So. Die anderen wollen jetzt Pizza bestellen. Aber der Ramses hat gesagt, komm, der Norma hat uns unterstützt. Ich hol mir jetzt was aus der Norma. Der Hannes geht mit, weil wir wollen jetzt einfach so die Norma unterstützen. Das heißt, genau, wir unterstützen nicht das Pizzahaus, weil das hat nichts für uns getan. Wir unterstützen jetzt die Norma. Also wir gehen jetzt in die Norma und holen uns in der Norma. Da war eine Stufe. Wir holen uns in der Norma jetzt was zu essen. Das Abendbrot. So, kameradschaftlich hat der Hannes jetzt sein T-Shirt ausgezogen, damit der Hannes jetzt nackt ist. Ja. Und ich auch nackt bin, damit wir in der Norma überhaupt einkaufen dürfen. Da müssen wir rein. Weil da ist heute extra nur, Nackte haben Zugang oder was oder wie oder... Ah, scheiße. So, ich war jetzt mit dem Hannes hier, guck mal, wir fliegen schon die ganze Zeit aneinander. Ich war jetzt mit dem Hannes im Norma. Norma. Der Hannes hat jetzt, was hast du gekauft? Zwei Käsekuchen? Käsekuchen, ja. Käsekuchen. Wer auch immer die essen soll, ich habe keine Ahnung, ich esse keinen Käsekuchen. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe ein Salami und Käsebaguette abgestaubt. Ja. Das wird wohl mein Armbrot sein, das werde ich mir jetzt einverleiben. Und dann gibt es nochmal die Avudiromoas. Ja. Ach nee, warte mal, wir haben ja gar keine Zutaten mehr. Ja, die haben wir nicht mehr. Da gibt es was anderes. Ja. So, ich genieße hier gerade mein Salami-Käse-Baguette aus der Norma. Ganz alleine, guck dir das an, keiner ist da. Das ist nicht der Wusa, der dazu stößt. Das ist gar nicht so, wie es aussieht. Und der Rest ist auch hier Imbiss. Mein Hut. Ich hab den Hut. Scheiße. Ich hab den Hut. Der Hut ist noch da. Hut Sasa. Das ist der Wusa. Hallo. Und der Wusa verdient den größten Respekt. Weil er sitzt schon seit 3 Stunden mit mir hier in der Blur drin. Während die anderen einfach gar nicht mehr da sind. Weil da oben sind die Blurre Kids. Und das ist der Wusa. Deswegen trinken wir diesen Budweiser-Kasten alleine. Nur für euch, damit ihr auch mal noch was habt. Das ist der Bo und der hat nicht nur Feuer gemacht, der hat auch Corona geholt. Und deswegen sagt er, gönne das Ramses, ein Corona extra. Hier am Kasten, guckt dahin. Scheiße, jetzt muss ich das mal noch aufmachen, weil ich bin zu blöd dafür. Guck dir das an, in Handarbeit. Was ist denn jetzt? Das ist das Corona. Der Deckel ist immer noch drauf. Ha! Perfekt! So muss das sein! Jetzt nehmen wir eine andere Flasche. Er macht mal kurz so. Er macht nochmal so. Er macht aber auch so. Also das muss man ihm schon... Das muss man ihm zugute halten. Er macht auch so, ne? Wir probieren mal kurz das Corona. Das ist der Bo. Jetzt haben die Jungs Scheiße. Warte, ich komm gleich hier mal hoch. Das schwimmt auf jeden Fall weg. Scheiße, mein Stück ist weg. Was? Eine grüne Flasche, dachte ich nur. Mein Stück Pizza schwimmt da hin.
Warum kannst du hier sitzen, Film? Das suche ich doch gerade, guck. Ich esse schnell, bevor der Rest auch noch weg ist. Das ist der Wuser. Der hat was denn für eine Pizza? Diavolo. Und das ist eine Diavolo-Pizza. Ein Stück schwimmt da hinten. Aber sein Stück schwimmt da hinten. Das konnte er nicht mehr fassen. Und das ist der Bo. Und der hat eine Pizza, da ist auch so eine Olive drauf. Was ist das? Schafskäse, Dönerfleisch und Oliven. Schafskäse, Dönerfleisch und Oliven. Und der mag gerne was abgeben, oder Xor? Ja, nimm dir! Deswegen gehe ich jetzt schnell auf meinen Regiestuhl zurück. Tschüss! So, der Wurster hat seine ganze Pizza gerade aufgegessen. Der Bo sagt, komm mal her, du. Ich hab da noch was für dich. Ich geb dir noch was hier. Da ist noch ganz viel Olive drauf. Danke der Bo für die Pizza mit der Olive drauf. Die sieht richtig gut aus mit ganz viel Käse und so. Wir beißen mal rein. Ein Traum. Ich hätte nie gedacht, wenn du so viel Olive siehst, dass das so ein Traum sein kann. Es ist seit langem die beste Pizza, die ich je hatte. So viel Olive, aber der Geschmack ist einfach bombastisch, Alter. Scheiß auf Olive, wenn ihr sagt, ihr seid keine Olivenfreunde. Probier das. Ohne Kerne, mit Käse, mit anderen Geschmäckern. Beste. Danke, der Bo. Du bist der Beste. Coronis for life. Das ist der Hannes auf so einem neuen Stuhl. Oh ja, moin. Ich bin der Hannes. Alright. Das ist die Shinaya. Wir haben Geburtstag gestern. In der Bordeanzug da oben. Zuschauer. Das ist die Sarina. Ah! Moment, das müssen wir nochmal machen. Das ist die Sarina in der Bordeanzug und in der Bordemondel. So sieht's aus im Schützenhaus. Auf die 3 Stunden. Das ist der Thomas, das ist der Rode mit dem blauen, mit dem Bluescreen diesmal. Mit dem Strauß. Das ist der Scheinux. Der hat schon 3 Pizza gegessen und hat noch eine im Schlepptau und hat gesagt, das kannst du fressen, du Sau. Hat er gesagt. Ich sag's euch. Das ist der Thomas 2, aka der Bo. Kennt ihr die Ähnlichkeit? Der hat gefilmt, wenn es drauf ankam. Das ist der Rode, also der Thomas. Ja, der Crazy O, okay, wir geben es zu. Es ist der Crazy O. Es ist nur der Crazy O. Ihr müsst jetzt nicht gleich ausrasten. Ihr könnt ja ein bisschen es wirken lassen. Das ist der Crazy O. Ja! Zur Not nimm ein Stück von Jenny, da ist eh nur ein Stück weg. Warum ist denn dein Bier dreckig geworden? Weil das der Fahrer ist. Welches Bier denn? Ja, das ist auf deiner Hose. Auf der Hose? Warte mal. Ich bin so, gefallen. Ja, hingefallen. Ich bin der Fallen Angel und deswegen ist das Bier dreckig geworden. Ich hab's ein bisschen gefilmt, ja. Schmeckt's oder was? Oder was? Hast du gar nicht aufgemacht. Deswegen schmeckt's auch nicht. Vom Arbeitsauftrag. Erst essen. Das ist immer noch der Dragonite. Der ist immer noch nüchtern, total betrunken. Der hat so viel, wie alle zusammen getrunken haben. Deswegen fliegt er hier auch so rum. Guck mal, der liegt schon wieder da hinten. Das seht ihr noch gar nicht. Da liegt er schon. Seht ihr das? Das ist der Dragonite da hinten. Das ist die Pizza vom Scheinux, wo er gesagt hat, ich habe dem Ramses einfach eine Pizza bestellt mit Dönerfleisch und mit Jalapeno mit 3 Soßen. Danke, Scheinux, du bist der Beste. Bitte gerne. Keiner hat mich gedacht, nur du, weil du bist Curse, du bist ein Rapper mit ganz viel Potenzial und deswegen danke, Scheinux, für die Pizza. Das ist das Ergebnis, wenn der Silvius sagt, er hat eine Pizza für dich.
Aber er hat auch nur 3 Beutel Dipsoße für dich, ne? Dann sieht das so aus im Endeffekt. Das ist Solo Sikoa auf der Pizza. Das ist die Bloodline. Aber das schmeckt. Ich habe alles probiert vom Finger. Richtig genial. Das ist der Bionade-Kasten. Und was ist im Bionade-Kasten drin? Natürlich Salitos Blue. Das ist vom Silvio. Das müssen wir jetzt mal aufmachen. Hannes, mach doch mal auf hier. Jetzt mach doch mal mein Idiot. Das muss ich aber selber noch machen hier. Oder was? Oder wie? Okay. Na, 3 Stunden später. Hannes ist immer noch dabei. Hannes, hebst du das auf? Bist du ein... Ach, was ist das? Slush Eis ins Gesicht. Danke, Silvio. Bitte. Wir mögen dich, auch ohne Salitos. Du bist der Beste. Pure Chemie. Dann gönnt euch Salitos Blue. So, ich sitze jetzt gerade hier, ich schneide gerade das Video und das war Tag 1 vom Geburtstag, also Freitag, wo halt viele direkt gleich mit dem Zug gekommen sind. Silvio und Scheinux dann später erst dazugestoßen sind, deswegen sehen die auch noch so fit aus. Und ihr habt ja gesehen, der Ramses, der war wieder total fertig von der Rolle. Es war ein anstrengender Tag, es war ein langer Tag, es wurde viel getrunken. Macht das jetzt nicht zu Hause nach so, ne? Das ist einmal im Jahr, da ist man richtig assi, da trinkt man einfach, da hat man so eine tolle Zeit, da vergisst man das immer, deswegen, das ist jetzt viele Sachen, die sind peinlich, viele Sachen, da greifst du dir an den Kopf, was da gelabert wird für Stuss, ich rede dann auch immer nur noch Wurst zusammen. Ein Problem, was ich gesehen habe, ist, ich habe halt wieder mal gefühlt nichts gegessen, den ganzen Tag über. Und das ist das Problem so. Ich trinke dann immer und habe ich nochmal Durst und dann stößt du mit dem mal an. Der macht sich was auf, da trinkst du bei dem wieder was mit. Dann willst du mit ihm hier was trinken, dann dort und dann und dort. Das ist so ein Geburtstag, Geburtstagskind. Du freust dich so sehr, jeden Einzelnen zu sehen. Mit jedem Einzelnen trinkst du dann da was, trinkst da noch was, da noch was, da noch was. Das ist einfach zu viel. Normal trinkt kein Mensch dann so viel. Wahrscheinlich habe ich auch am meisten getrunken wieder mal von allen. Das ist nicht cool, das ist aber einfach so gewesen. Da guckst du dir das an und sagst selber, ach du meine Scheiße. Aber vielleicht findet es der ein oder andere doch amüsant. Ihr müsst das ja nicht machen. Und ich trinke ja sonst nicht in der Woche. 2 Bier bei Chill mit Ramses, ansonsten nix. Mal ein Tasting vielleicht mit Hannes oder so. Das ist die Ausnahme, das ist der seltene Fall. Und ich habe die ganze Zeit auch darauf gehofft, dass da Stefan Landei kommt. Der wollte Leberkäse mitbringen, 2 riesengroße Oschis, wie beim letzten Mal mit Semmel. Ich habe immer gesagt, ich warte auf den Stefan und wenn der Stefan kommt, dann esse ich von seinem Leberkäse, weil das... ist richtig genial, das ist toll. Leider kam er nicht, das ganze Wochenende kam er nicht. Er hat es doch gar nicht geschafft. Es gab keinen Leberkäse. Den ganzen Tag habe ich gekämpft für den Leberkäse. Wollte Platz haben für den Leberkäse. Andere haben zwischendurch auch mal was gegessen. Ich habe dann getrunken. War halt wieder mal total bescheuert. Ich dachte, dieses Jahr läuft es besser als beim letzten Mal, dass man nicht so fertig ist. Aber irgendwie war dieses Jahr noch... schlimmer, anstrengender und brutaler. Ihr habt gesehen, der Plan dann in der Norma sich mit Essen zu versorgen, als man realisiert hat, dass der Stefan nicht mehr kommt, ging auch nicht so gut auf, weil gefühlt da einfach gar nichts mehr war. Die Regale waren gefühlt leer. Ich habe nur ein einzelnes so Salami-Baguette da noch gekriegt. Das war dann aber auch schon zu spät. Sowas muss man dann zwischendurch immer mal essen. Damit das passt. Aber dann gab es ja die guten Samaritas. Der Wusa hat mir von seiner Pizza was abgegeben. Der Bo hat mir von seiner Pizza was abgegeben. Der Silvio hat vorausschauend gleich eine ganze Pizza noch für mich dazu bestellt, die ihr am Ende gesehen habt. Danke an die Gäste, die sich um mich gekümmert haben, wenn ich selbst einfach so fahrlässig immer mit der ganzen Sache umgehe. So. Trotzdem war das Tag 1 am Freitag. Ihr seht also noch den zweiten Teil dann, den ganzen Samstag mit Sonntag, Verabschiedung und so weiter. Und wieso einer ins Krankenhaus gekommen ist. So, das aber dann in Teil 2. Das war Teil 1. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Feiert Geburtstag, genießt euer Leben, trefft euch mit Freunden, macht was Schönes, seid aber nicht so asozial und kennt euer Limit und ja. Und immer schöne Müllwerkrollen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.